Moin allerseits, ich bin Sven und heute zeige ich euch mal wieder einen Rucksack. Und zwar den hier. Den habe ich mir vor ein paar Monaten gebraucht gekauft, deswegen sieht er auch schon so ein bisschen runtergerockt aus. Das war nicht ich, der war schon recht gut gebraucht, aber ich wollte ihn ganz gerne haben und ja, gebraucht kaufe ich immer ganz gerne. Und ich habe den für einen ganz, ganz konkreten Zweck. Ihr habt den auch schon mehrfach gesehen in Videos und zwar ist das so mein Daypack, mein ziviler Daypack, wenn ich nicht Lust habe, mit einem militärischen Rucksack unterwegs zu sein. Und mein Filmrucksack. Also das ist für mich wirklich ideal, das zeige ich gleich auch nochmal so ein bisschen, warum. Damit wirklich, wenn ich filme und wenn ich einfach nur so ein bisschen die Natur erkunde und so ein paar Aufnahmen machen möchte, Stativ mitnehmen, Mikro mitnehmen und so weiter, da ist der für mich wirklich ideal. Und auch wenn ich draußen schön was koche, ist das auch der Rucksack, den ich nehme, eben weil ich auch mein Filmequipment so gut unterbekomme. Und das ein schöner kleiner Rucksack ist, der sich unglaublich angenehm trägt, also wahnsinnig gut, den ich auch für Trekkingtouren nehme, zum Beispiel, wo ich nicht draußen übernachte. Wenn ich also einfach so Tagestouren mache oder wenn ich Wanderungen mache, wo ich im Hotel übernachte, das filme ich nicht, dann nehme ich euch auch nicht mit, aber die mache ich ja auch noch. Dann nehme ich wirklich den Rucksack, erstmal wegen der zivilen Optik, weil ich ihn wahnsinnig schön finde, weil er sich unglaublich gut trägt und ja, er mir einfach für die Zwecke sehr, sehr gut gefällt. Für Bushcraft-Zwecke wäre er mir ein Tuck zu klein. Das geht, wenn man eine sehr leichte Ausrüstung hat, aber da nutze ich persönlich ihn aber nicht für, weil ich da halt einfach andere Rucksäcke habe. Ich hole euch aber erstmal näher ran. So, wir beginnen einfach mal hier vorne. Hier gleich eine Modifikation. Das war nämlich ein Punkt, der mir nicht so gut gefallen hat. Und zwar sieht man hier schon, dass hier die Ösen sind, dass hier grundsätzlich so ein Gummi dran ist, quer drüber. Das ist relativ groß, was natürlich gut ist, wenn man da viel unterbringen möchte. Mir war es zu groß, das schlabberte dann immer ein bisschen runter. Ich habe es dann abgeschnitten, denn leider ist das hier fixiert. Das muss fixiert sein, ja, damit das nicht nach hinten wegrutscht. Also es macht Sinn, dass da eine Fixierung ist. Dadurch, dass ich es nicht gebraucht habe, habe ich es hier einfach abgeschnitten. Wenn ich das mal wieder haben möchte, dann führe ich mir einfach das Gummi durch und fertig ist. Deswegen also nicht wundern, dass es hier anders aussieht. Hier ist normalerweise ein Gummi zwischen, aber das verwende ich nicht. Also das ist einfach, habe ich noch nie verwendet, werde ich nie verwenden. Deswegen war es für mich einfach über. Man hat hier einmal in der Mitte schön Verschluss. Das geht hier halt über so einen Haken. Auch schön geräuschlos und einfach. Man hat hier vorne aber auch nochmal keine Tasche, sondern es ist direkt ein Fronteingriff, um auf Kleinkram zuzugreifen, der halt einfach unten ist. Da kann man hier nochmal direkt auf das Hauptfach zugreifen. So, machen wir wieder zu. Hier oben wird das Innenfach nochmal schön mit einer Kordel gehalten. Da ist also hier so ein Lederstopper. Die sind normalerweise einzeln, die habe ich auch verknotet. Das sind eigentlich zwei. Habe ich einfach einen Knoten reingemacht, fertig. Und dieser Lederstopper, der fixiert das hier nochmal, dass es schön so bleibt. Wenn man es ganz fest haben will, dann macht man einfach eben eine Schlaufe drum. Zack, und hat es auch mit einem Handgriff wieder geöffnet. Zack. Und kann aufs Innenfach zugreifen. Deckelfach hat von innen kein zusätzliches Fach. Das ist also einfach dicht. Aber man hat von außen hier oben nochmal Reißverschluss, eine Reißverschlusstasche. Da passt einfach nur mal so größentechnisch zum Zeigen. Ich habe hier mein Erste-Hilfe-Set drin. So. Das passt auf jeden Fall rein, das kennt ihr, das habe ich euch nochmal im Detail auch vorgestellt. Ihr wisst ja so etwa, wie groß das ist. Und daneben habe ich nochmal, das ist jetzt nach hinten gerutscht, habe ich nochmal so ein paar Arbeitshandschuhe und dann ist noch ein bisschen Platz drin, also noch ein paar Handschuhe oder noch eine kleine Tasche würde auf jeden Fall mit hineinpassen. An der Seite, machen wir da mal weiter, was die Taschen von außen angeht, habt ihr einmal hier oben als auch hier unten nochmal Kompressionsriemen. Hier oben auch mit einem Haken. Ja. So, dass ihr das einfach nochmal, wenn ihr hier was reinsteckt, ihr habt ja nämlich so eine Balktasche. Die geht auch nicht nach innen, sondern die ist wirklich außen aufgesetzt, dass ihr hier was reinschieben könnt. Das ist für mich das erste Praktische, weil ich hier halt einfach mein Stativ reinpacke. Und dann kann ich einfach über diesen Haken, zack, das Ganze sichern. Hab's aber auch in 0, nix wieder lose. Kann's rausmachen und gut ist. Unten habt ihr auch nochmal einen Kompressionsriemen, um eben ja den Rucksack selber zu komprimieren. Da ist kein Haken, sondern da ist ganz normal, wie man es kennt, so zum Zurren, dass man es zumachen kann. Die Biketaschen haben unten nochmal drei Löcher, dass wenn da Nässe reinkommt, das entsprechend ablaufen kann. Das gleiche habt ihr da auch auf der anderen Seite. Hier habe ich zum Beispiel die Verpackung von meinem Mikro drin. Da ist alles drin. Deswegen mag ich das eben auch ganz gerne. Und was ich auf der anderen Seite gar nicht gezeigt habe, was da aber auch ist, ist hier nochmal so eine kleine Tasche. Also hier habt ihr nochmal über einen Reißverschluss eine Tasche. Und die geht nochmal, seht ihr, eine ganze Handbreit rein und auch über die volle Breite. Da habe ich dann zum Beispiel meine Akkus nochmal mit drin. Auf der anderen Seite packe ich in der Regel die Kamera mit rein.
Das ist echt nochmal schön, um da Kleinkram drin unterzubringen und schnell von außen eben drauf zugreifen zu können, ohne dass man den Rucksack an sich aufmachen muss, sondern das hat man eben direkt draußen. Ansonsten Biketasche und Kompressionsriemen hier genauso wie auf der anderen Seite auch. Kleine Besonderheit hier unten ist, dass hier nochmal so ein Gummizug ist an einer Lederverstärkung, dass man hier nochmal was unterbringen kann. Da passen zum Beispiel Handschuhe rein, eine Mütze oder so ein Krams. Da kann man wirklich nochmal Kleinkram eben unterbringen. Und wenn wir hier schon sind, ich hebe das einmal kurz an, seht ihr auch unten drunter, habt ihr da auf jeden Fall nochmal die Möglichkeit, was drunter zu zurren und eben Isomatte drunter zu packen oder dergleichen. Das ist also auf jeden Fall auch gegeben. Ihr seht auch, der ist schon ordentlich schmutzig und auch nass. Der ist aus gewachster Baumwolle. Das finde ich ganz schön, dass es eben Baumwolle ist. Ich müsste den nochmal neu einwachsen. Dadurch, dass der gebraucht ist, ist der schon ganz gut runter. Man sieht, dass er schon viel gelebt hat. Und die wasserabweisende Eigenschaft ist nahezu weg. Ihr seht das. Also hier ist alles klitschnass an manchen Stellen. Da drückt sich das schon durch. Was aber ganz schön ist, hier hinten ist auch nochmal eine Tasche. Und da ist nochmal, hole ich jetzt nicht raus, aber da ist eine Regenhülle mit drin. Die ist also auch mit dabei und halt in dieser extra Tasche ganz unten. Sodass zum einen, wenn ihr das mal abstellt und das wird von unten ein bisschen nasser, ist da erstmal eine Zwischenschicht mit dieser Rucksackhülle, sodass es nicht gleich ins Innenfach geht. Aber vor allem auch, wenn es regnet, dann sollte man auf jeden Fall die Rucksackhülle nutzen, denn der Rucksack ist wasserabweisend, aber weit davon entfernt, wasserdicht zu sein. Also das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. So eine Kleinigkeit hält er aus. Wenn der frisch gewachsen ist, dann hält er auch ein bisschen länger noch aus. Aber trotzdem nicht so, dass man sagen kann, er ist wasserdicht. Also da bei Regenschauern auf jeden Fall immer die Rucksackhülle nutzen. Da seid ihr auf der sicheren Seite, damit sich da gar nicht erst irgendwas vollsaugen. Hier vorne haben wir sonst gar nichts weiter zu erzählen. Kommen wir mal zum Tragesystem. So, beim Tragesystem nicht wundern, da fehlt jetzt gerade der Hüftgurt, den habe ich abgemacht. Das ist auch eine Kleinigkeit, also es gibt insgesamt drei Punkte, die mir nicht so gut gefallen, die mich so ein ganz klein bisschen stören an dem Rucksack. Das ist einmal das Gebänsel oben, das habe ich dadurch gelöst, dass ich es entfernt habe. Bei dem Hüftgurt, wenn man ihn trägt, ist er super komfortabel. Ich habe ihn jetzt leider, ich habe ihn vergessen, weil ich ihn fast nie dran habe. Ich blende da nochmal ein Bild von ein, jetzt einfach hier irgendwo drumherum, dass ihr ihn seht, ist halt ein Hüftgurt. Der in Verwendung, wenn man den beladen hat und wenn er drum ist, extrem komfortabel ist und die Last sehr, sehr gut auf den Rücken verteilt und sehr, sehr gut von den Schultern eben die Last wegnimmt. Also genau das macht, wofür er letztlich da ist. Wenn er aber nicht in Verwendung ist oder wenn man den Rucksack abstellt, dann bimselt der sehr runter. Der ist also wirklich an diesen beiden Lederlaschen hier dran fest und das sind die einzigen Befestigungen. Also da wäre an der Seite hier nochmal schön was gewesen, damit der halt nicht komplett darunter rumfrümselt. Wie gesagt, ich habe ihn bei mir direkt abgemacht, denn für die Zwecke, wofür ich ihn verwende, brauche ich ihn nicht. Wenn ich eben mal Trekkingtouren damit mache, dann mache ich ihn wieder ran, aber dann habe ich ihn auch letztendlich um die Hüfte, dann stört es mich auch wieder weniger. Trotzdem, das wäre so eine Sache, wo ich schon überlegt habe, ob ich da vielleicht selber mal was rannähe. Das ist das Schöne daran, dass es halt Baumwolle ist, dass es Leder ist, dass es wirklich natürliche Materialien sind, weitestgehend, dass man da halt einfach auch zur Not mal eben kurz Nadel und Faden nehmen kann und das so ein bisschen modifizieren, wie man das eben haben möchte. Tragesystem an sich extrem komfortabel, also auch hier sieht man schon, die sind anatomisch geformt, die Riemen sind von innen schön mit Leder und auch wirklich weich und angenehm zu tragen, auch wie gesagt bei höheren Lasten, wobei ich die Grenze, also ich würde die Grenze so bei 18 Kilo ziehen, so 20 Kilo geht auf jeden Fall noch, aber 18 Kilo wäre so der Bereich, wo ich sage, so 18 bis 20, da hört es dann langsam auf. Für mehr, da würde ich dann einen größeren Rucksack nehmen. Ich persönlich. Die Riemen sind lang genug, dass man da wirklich, das ist meine Einstellung jetzt gerade, mit voller Klamotte und ich habe trotzdem noch so viel über. Das heißt, auch wer mehr Platz braucht, hat hier beim Rucksack gar keine Probleme. Da wird es auf jeden Fall passen. Auch nach oben hin hat man Lageverstellriemen, sprich da ist auch kein Problem, da kann man sich den Rucksack so ranziehen oder wegmachen, wie man es gerade möchte und wie es das Gelände gerade möchte. Was mir sehr, sehr gut gefällt, ist dieses X hier, ne? Dieses Tragesystem, weil das einen wirklich unglaublich, das schmiegt sich unglaublich angenehm den Rücken an. Also es ist ein super gutes Tragesystem, was extrem angenehm ist. Man kann das hier auch justieren. Dafür sind diese hier nochmal, da kann man das enger zusammenziehen und die Wölbung dann tiefer machen, dass man das an seinen Rücken entsprechend anpassen kann, wie man es eben möchte. Der dritte Punkt, der mich so ein ganz klein bisschen stört, wie gesagt, das sind Kleinigkeiten, das ist dieser Griff hier oben. Der ist super. Der hat auch eine schöne Länge zum Greifen. Nur mir passiert es immer wieder, dass ich, wenn ich den aufsetze, dass der hier hinkommt
und dann liegt hier mein Rücken auf. Und zwar genau auf diesem Gurt. Da muss ich da jetzt irgendwie rumfriemeln, setze ihn wieder ab, versuche den dann hier oben hochzumachen. Aber der rutscht immer wieder, egal wie ich ihn drehe und wende, rutscht der immer wieder hier unten hin. Und ich habe ihn dann am Rücken. Auch so eine Kleinigkeit. Es ist auch nicht jedes Mal. Aber ihr wisst, ich bin pingelig bei Rucksäcken. Dementsprechend, wenn mir irgendwas auffällt, ja, dann sage ich euch das auch. Dann könnt ihr für euch sehen, ob euch das auch stört oder eben nicht. Hier sind so zwei Sachen, die ich nochmal zeigen möchte. Einmal hier vorne, ja, ist auch nochmal ein Reißverschluss. Auch eine schöne Länge, also eine gute Handvoll kann man hier reinpacken, wo man nochmal flache Sachen reintun kann. Unterlagen, Karte, was auch immer, das passt auf jeden Fall. Als auch an der Seite, da sind hier nochmal so zwei Taschen, die fast bis ganz nach unten gehen. Das ist also auf beiden Seiten, könnt ihr es sehen. Hier, als auch hier. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Messer und Säge drin an der Seite. Oder ich könnte hier auch ein Poncho reintun, wenn ich möchte. Das passt auch. Das ist jetzt mein Helikon-Poncho. Oder, Moment, Wasserflasche kann ich auch reintun. Dann hat man hier drin halt einfach nochmal so ein bisschen, na, könnt ihr sehen, Wasserflasche passt, zack. Dann hat man hier drin einfach nochmal ein bisschen Organisation, um halt einfach, ja, die Sachen, die man schnell haben möchte, auch schnell im Zugriff zu haben, ohne da groß wühlen zu müssen. Das war es im Wesentlichen auch schon. Also ich mag den sehr gerne. Ihr habt jetzt auch schon oft danach gefragt, weil ich den, wie gesagt, bei allen Kochvideos der letzten Zeit habe ich den eigentlich fast immer mitgehabt. Und auch so habt ihr mich immer mal damit gesehen. Und ja, ihr wisst, wenn ihr nach bestimmten Sachen immer wieder fragt, ich antworte natürlich auch in den Kommentaren, aber wenn ich sehe, okay, da sind mehrere, die das interessiert, dann mache ich da auch ein Video zu. Das gilt für alle Sachen. Also generell, wenn euch irgendwas interessiert, haut das einfach immer mit in die Kommentare. Dann weiß ich eben auch, dass euch das interessiert. Weil bei manchen Sachen weiß ich es einfach schlicht nicht. So nach dem Motto, oh nee, nicht schon wieder ein Rucksack oder so. Ja, und wenn ich dann sehe, okay, da sind mehrere Leute, die das gerne sehen wollen, mache ich da gerne ein Video zu. Für mich ist der wirklich top für diese Zwecke eben. Von der Robustheit natürlich kein Savotter, das ist ganz klar. Von der Robustheit ist nichts ein Savotter. Ich hätte bei denen auch keinerlei Bedenken, damit durch einen Dornbusch zu kriechen, wenn ich es müsste. Da hätte ich eher Bedenken wegen meinem Gesicht und so. Aber wegen dem Rucksack auf keinen Fall. Also er ist wirklich super verarbeitet. Er ist schon hart gebraucht und er ist trotzdem noch überall stabil und alles ist fest und alles sitzt und alles ist da, wo es sein soll. Und da ist nichts lose oder ausgeleiert. Ich habe ihn jetzt auch schon ein paar Monate intensiv verwendet und bin auch nicht zimperlich mit meinen Sachen, sondern ich benutze die Sachen halt einfach, wofür sie sind. Und ja, es ist alles tipptopp. Also von daher wirklich ein schöner Rucksack, den ich sehr gerne verwende. In diesem Sinne, schön, dass ihr mit reingeschaut habt. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, ab in die Kommentare damit und bis zum nächsten Mal.